Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen hier zu diesem Video über die Highlights von 2019. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Ja, und heute geht es um die Highlights von 2019. Im Prinzip ist dieses Video ein Jahresrückblick. Ich werde einfach mal durch das ganze Jahr durchgehen, durch die Games durchgehen auf jeden Fall, die dieses Jahr erschienen sind und einfach mal meinen unnötigen Kommentar dazu ablassen. Und dazu springen wir erstmal hier in Assassin's Creed Odyssey in diesen Boss rein. Ja, ich habe mir Assassin's Creed Odyssey hier ausgewählt als Spiel, das ich hier im Hintergrund dann spielen werde, weil Assassin's Creed Odyssey dann doch das schönste Spiel ist, das ich 2019 gespielt habe. Assassin's Creed Odyssey ist aber trotzdem immer noch ein Spiel von 2018. Aber wie es aussieht, habe ich 2019 nicht gerade die schönsten Spiele gespielt, auch wenn ich viele gute Spiele gespielt habe. Aber, naja, wie es aussieht, war Schönheit nicht gerade die Stärke von 2019. Jedenfalls für mich. Zum Beispiel 2018 kam ja auch Red Dead Redemption und so raus. Also, das war doch schon deutlich, schöner, sagen wir mal so. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir sofort. Und zwar mit dem Januar. Der Januar war doch erfolgreicher, als ich eigentlich dachte. Im Januar habe ich doch... Da gab es doch einige Spiele, die ich mir schon angeguckt habe. Und, naja, eigentlich waren es zwei. Ja. Aber trotzdem, eins davon war halt extrem gut und deswegen ist es mir im Kopf geblieben. Auch wenn ich dachte, es wäre im Februar released worden. Und ja, der erste Release ist Resident Evil 2 und zwar das Remake natürlich davon und ich denke, alle von euch haben davon gehört und es ist doch echt gut. Es ist echt gut. Das Resident Evil 2 Remake ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es zwar selber nicht gespielt, ich habe es mir bei Keystraw angeguckt, aber, ja, einen schöneren Einstieg hätte das ja eigentlich gar nicht haben können. Es war eigentlich perfekt im Prinzip. Und, ja. Dann hatten wir halt auch noch Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3 habe ich selber nicht gespielt, aber war doch schon, ja, eigentlich hatte ich es vor, selber zu nicht selber zu spielen. Ich habe keine PlayStation oder Xbox, aber ich hatte vor, es mir anzuschauen, aber habe es einfach verpeilt. Ja, aber ich habe nichts mehr Besonderes eigentlich von dem Spiel gehört. Also weiß ich jetzt nicht, ob es so schön war oder so. Aber, ja. So, können wir hier drunter rutschen? Nee, irgendwie sowas gab es doch auch hier in dem Spiel, oder nicht? Naja, es wird langsam auch wieder Tag. Ja, aber es gab noch ein ganz wichtiges weiteres Highlight. Und zwar habe ich ein erstes wirklich erfolgreiches, naja, ich meine, ich habe kein wirklich erfolgreiches Video gemacht, aber für mich war es schon erfolgreich. Ich habe mit meinem ersten Video die 1000 Klicks Aufrufe halt geknackt und zwar mit einem Video über Sekiro Shadows Die Twice. Ja, genau. Ein unglaublich cooles Spiel. Darauf werden wir halt auch auf jeden Fall noch während der ganzen Highlights drauf eingehen. Aber, ja, ein Video darüber, bevor das Spiel überhaupt released wurde, hat ganz gut Aufrufe gemacht. Hat auch ein paar Likes gekriegt, auch einige Dislikes, weil das Video eigentlich echt schlecht war im Vergleich zu den Videos, die ich im Nachhinein dazu gemacht habe. Aber es war, wie es aussieht, im richtigen Moment und hat damit, glaube ich, 1400, etwas mehr als 1400 Likes bekommen. Likes, ja moin, Aufrufe bekommen und war für mich deswegen so ein kleines Highlight natürlich auch vom Januar. Und vielleicht ist auch deswegen der Januar für mich so ein bisschen im Kopf geblieben. Und hier haben wir eine schöne Statue, leider nicht von uns, von dem guten... Ja, ich habe schon wieder vergessen, wie das ganze Spiel funktioniert hat, das ist jetzt schon lange her. Das stimmt, das war die Nachrichtentafel, da kann man sich ja die Quests anschauen. Ja, gute Frage, wer das gedacht hätte, ne? Ja, und das war eigentlich schon alles für den Januar. Ich habe jetzt schon viel zu lange über den Januar geredet, muss ich sagen. Februar war auch
eigentlich ein ganz guter Monat, besonders weil Apex Legends erschienen ist. Apex Legends ist ein unglaublich cooles Spiel gewesen für mich. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, diesen Battle Royale zu zocken, besonders weil ich auf den PUBG Hype Train bin ich nicht aufgesprungen und Fortnite habe ich aber zu spät angefangen zu spielen, sodass ich eigentlich von allen immer hops genommen wurde. Und ja, und dann habe ich Apex Legends gespielt und es hat echt viel Spaß gemacht. Und ich hatte auch lange, zwei Monate glaube ich, Spaß dran. Also lange ist es eigentlich nicht, weil ich kann auch wirklich länger Spaß an Spielen haben, wie zum Beispiel mit League of Legends, was ich jetzt schon seit 5 Jahren zocke. Aber danach kamen keine Updates mehr und so weiter und so fort. Ja, und dann war es das halt eigentlich im Prinzip auch schon mit Apex Legends. Ich weiß, dass es danach noch eine zweite. Also ich habe nur die erste Season gespielt. Zweite Season war ich schon einfach nicht mehr dabei. Das Spiel hat mich leider auf dem Weg dahin verloren. Ich glaube, ich habe es Ende Season 1 aufgehört. Und ich hatte doch eigentlich sehr viel Spaß daran. Und hatte eigentlich auch vor, da nochmal reinzuschauen. Habe ich aber bisher noch nicht gemacht. Waren da Löwen? Oh, nö, aber. Wir können ja ein bisschen jagen gehen. War ich auch schon nicht mehr lange. Ja, das war immer schwierig. Ja, danke Adler. Ich habe wieder vergessen, wie du heißt. Aber genau, Ikaros. Dankeschön. Ja, das war's dann, glaube ich, auch vom Februar. Nein, Metro Exodus ist erschienen. Und ich weiß, dass es unglaublich cool sein soll. Aber ich hatte einfach leider noch keine Zeit, es selber zu spielen. Ich habe es mir auch extra nicht angeguckt, weil ich es unbedingt noch selber spielen wollte. Aber ich habe bisher noch keine Zeit dafür gefunden. Weil im Moment hole ich gerade Hellblade Senua's Sacrifice nach. Und ja, Metro Exodus kommt dann während der Zeit noch, bis die ganzen coolen Games erscheinen. Januar ist nämlich eigentlich diesen Januar 2020. Ich habe mir mal anguckt. Es scheint im Prinzip nichts. Gar nichts. Im Vergleich zum letzten Jahr nichts. Aber der heiße Scheiß kommt ja noch. Deswegen, ja. Dann kommen wir auch zum März. Das ist das absolute Highlight-Jahr. Nein, nicht Jahr. Das ist der absolute Highlight-Monat. Und aus einem Grund natürlich. Und dazu kommen wir auch gleich. Aber vorher ist noch ein anderes Spiel erschienen. Und zwar Devil May Cry 5 habe ich mir auch bei Keystraw angeguckt. Das Spiel war gut. Aber nichts Besonderes. Glaube ich. So kann man das sagen. Also die anderen Devil May Cry-Teile fand ich eigentlich besser. Ich habe mir das jetzt halt nur angeguckt, das Gameplay, aber da war jetzt nichts irgendwie Besonderes dran. Es war ein cooles Spiel. Hätte man es selber gespielt, hätte es bestimmt auch Spaß gemacht, weil es ja sowieso so ein Hack-and-Slay-Game ist. Ja, ich auch nicht, glaube ich. Ich habe auch noch nie so viele Olivenbäume gesehen, mein guter Freund. Ich habe Alexios, ne? Genau, Alexios heißt du. Hab schon alles vergessen. Ist schon viel zu lange her, dass ich dich irgendwann mal wieder gespielt habe. Aber ja, Devil May Cry 5 kam. Danach gab es aber etwas sehr Wichtiges. Und zwar Sekiro Shadows Die Twice. Das Game, das halt auch für die Game Awards gewählt wurde. Also halt als Game of the Year 2019. Ein sehr gutes Spiel, das mir extrem viel Spaß gemacht hat. Ich habe es geliebt. Der erste Run war einfach ein Erlebnis und ich war so schlecht im Prinzip, aber es hat auch so viel Spaß gemacht, obwohl ich so schlecht war, weil dieses Kampfsystem war so gut gemacht, dass selbst wenn man gestorben ist und daraus gelernt hat, es einfach so viel Spaß gemacht hat. Und jeder Bossfight war was Neues. Nein, nicht jeder, sorry. Das war der einzige Kritikpunkt für mich an dem Spiel. Jeder neue Boss war ein schöner neuer Bossfight mit neuen Mechaniken und so, die nicht wirklich krass nochmal verwendet wurden. Außer dass zwischendurch sich die Bosse gedoppelt haben, was mich sehr enttäuscht hat. Aber das Spiel eigentlich nicht wirklich schlechter gemacht hat.
aber es hat mich im Prinzip so sehr enttäuscht, weil das Spiel für mich im Prinzip wie eine, wie kann man es vergleichen? Es ist wie eine Gottheit. Sekiro Shadows Die Twice ist ein gottgleiches Spiel und es hat einen Fehler. Und das war der einzige Fehler, den ich gefunden habe in diesem Spiel. Der mich irgendwie, ja. Was willst du denn jetzt? Hä? Der mich jetzt irgendwie enttäuscht hat. Kann ich nicht auch irgendwie so Spells benutzen oder so? Ja, komm her. Hä? Komm. Okay, komm. RBRT was? Das hier, ne? Da. Bam, 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 bam. Oh, das Spiel habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Das sollte ich auf jeden Fall nochmal weiterspielen. Assassin's Creed Odyssey ist super toll. Hey, du kämpfst nicht mit mir, ne? Ja, besser ist. Der andere hat mich böse angeguckt. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Sekiro, super tolles Spiel, das leider zwei, drei Bosse, glaube ich, wiederverwendet hat. Wenn Mini-Bosse wiederverwendet werden, ist es natürlich nicht so schlimm, aber es hat zwei, drei normale Bosse wiederverwendet, also, naja. Aber sonst ein super tolles Spiel. Und wer auch immer es nicht gespielt hat, egal ob ihr Souls-Likes mögt oder nicht. Ja, okay, wenn ihr Souls-Likes nicht mögt, dann solltet ihr es nicht spielen. Aber ihr solltet es auf jeden Fall eigentlich spielen. Ein super, super, super tolles Spiel, das ich jedem empfehlen kann und auch empfehlen würde. Ja. Wieso sind hier so viele Wildschweine und so? Darf ich das fragen? Ja, machen wir kurz unser Schwert ein bisschen Flammen und so. Zack. Ach so, du bist kein. Ja, du bist nicht böse, glaube ich, ne? Ja. Ja, wir hängen gerade ziemlich lange am Dings, wie heißt es? Am März. Aber absolutes Highlight. Jeder sollte dieses Spiel schon mal ausprobieren, wenn man nicht gerade irgendwas gegen Souls-Likes hat. Und selbst wenn man gerade nur sagt, Souls-Likes sind nicht so meins, aber man hasst sie nicht, dann spielt es einfach. Super tolles Spiel. Auf jeden Fall auch für mich verdient Game of the Year. Ja, und dann kam auch schon der April. Und ich glaube, hier sollte ich nicht reingehen. April war eigentlich auch. Ja, es war so semi-erfolgreich, sagen wir mal so. Es gab Anno 1800. Also, natürlich, für andere Leute war es bestimmt richtig geil. Anno 1800 habe ich selber nie gespielt oder habe ich noch nie gespielt. Werde ich auf jeden Fall mir noch holen. Aber ja, ich kann mir nicht jedes scheiß AAA-Spiel leisten, weil ich habe keine Para. Und ja, ich lasse dich einfach mal schön mit dem Bär fighten, ne? Was ich aber davon gesehen habe und gehört habe, ist, dass es ein sehr gutes Spiel ist. Und wenn man Strategiespiele mag, sollte man es bestimmt auch ausprobieren. Aber danach kam ein Spiel, das ich unbedingt spielen wollte, verfolgt habe und es irgendwie vergessen habe. Und es ist mir gerade eben wieder aufgefallen. Oder ehrlich gesagt, es ist mir vorgestern oder so aufgefallen, als ich wieder dazu was gesehen habe, zu den, ich habe mir ein Video angeguckt zu den besten Story Games 2019 und dann ist es mir wieder eingefallen. Wie konnte ich dieses Spiel vergessen? A Plague Tale. Ein, glaube ich, super gutes Spiel im Storytelling und alles. Also ich glaube, die Geschichte, die dahinter ist, super cool. Und deswegen habe ich mir auch absichtlich nichts zu diesem Spiel angeguckt. Ich habe mir nichts angeguckt, außer die Trailer. Aber ich habe keine Videos dazu geguckt. Nicht mal die erste Folge oder so, die 10 Minuten lang ging. Nix. Und dann war ich, glaube ich, so sehr wieder in Sekiro vertieft, dass ich einfach das Spiel vergessen habe. Und das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. A Plague Tale Innocence ist, glaube ich, ein Spiel, das man auf jeden Fall spielen sollte. Und wirkt für mich sehr nach einem lohnenswerten Spiel. Auch wenn ich es natürlich nicht weiß, weil ich selber noch nie gespielt habe. Wie wäre es, wenn wir gleich einfach mal das Schiff nehmen und damit ein bisschen durch die Gegend reisen? Ich glaube, Schiff wäre auch ganz cool. Hier haben wir jetzt genug gesehen, können wir so ein bisschen mit dem Schiff unterwegs sein. Dann hole ich das mal gleich. Hier am Hafen. Ja.
Was gab's noch im April? Ja, gar nichts. Es gab einfach nichts mehr. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept geworfen. 2019, nein, nicht 2019, ja, 2019 im Juni gab's dann auch wieder wenig. Ab dann hat ja auch sozusagen das Sommersemester angefangen. Und wie wir alle wissen, ist Sommersemester für Spiele immer etwas kritischer. Und ja, nein, ich wollte nicht raustemmen. Bitte. Ist immer schwieriger. Und hallo, meine guten Frauen, wie geht es euch? Die habe ich extra angeheuert, weil wer mag nackte Frauen nicht? Also halbnackte Frauen, auch wenn die alle ein bisschen trainiert sind und deswegen, naja, ihr wisst schon. Ja, und im Juni hatte ich Geburtstag, aber es gab trotzdem nichts Cooles. Das war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, aber ja, ne? Kann man wenig gegen tun. Wenn nichts erscheint, erscheint nichts. Auch wenn, oha, hallo Wahl, doch ein Spiel erschienen ist, das eigentlich ziemlich cool ist, aber ich habe keine Switch. Und zwar ist es Super Mario Maker 2. Dazu habe ich ein bisschen mir Sachen anguckt. Ich gucke mir immer dazu immer die Videos bei PietSmiet an. Sah für mich nach einem guten Spiel aus. Kann ich selber nicht beurteilen, habe ich selber nie gespielt. Aber ich glaube, wenn man eine Switch hat, sollte man es sich auf jeden Fall holen. Auch wenn man, also wenn man Mario dann auch mag, ne? Ja. Ja. Dann gab es im Juni noch die E3 natürlich. Die E3, ein weiteres Highlight von mir natürlich, weil, ja, E3 ist E3, ne? Ich merke gerade, dass die hier auch schön am Singen sind. Dankeschön. Und ja, da gab es ganz viele Spiele, die vorgestellt wurden, die ich dann auch zum ersten Mal mitbekommen habe, dass die erscheinen. Und zwar haben wir Ori and the Will of the Wisps. Ghost of Tsushima. Dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Könnt ihr auch gerne dran dabei vorbeischauen. Das nächste Spiel, das erscheint, wusste ich natürlich schon. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. So, kann ich bitte wenden? So. Dann kam natürlich Cyberpunk 2077, ein Spiel, das ich natürlich kannte und auf das ich auch warte. Von dem ich aber nicht weiß, ob ich es schon am Release kaufen werde oder spielen werde sofort. Aber ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich meine, ich spiele gerade The Witcher 3 nach. Und ich glaube, Cyberpunk 2077 legt da noch eine Schippe drauf. Und sie haben ja auch, glaube ich, gesagt, dass es ein bisschen kürzer werden will, was mir eigentlich persönlich ganz cool gefällt. Ich mag zu lange Spiele nicht, weil manchmal können sie mich dann nicht catchen. Manche können das, zum Beispiel Sekiro. Ich habe 60 Spiele, 60 Stunden für meinen scheiß ersten Run gebraucht. 60 Stunden, ihr müsst euch das mal vorstellen, das ist behindert viel. Als ich mir eine Review angeguckt habe, haben die gesagt, das ist ein bisschen kürzer, so 22 Stunden oder so braucht man dafür. Ich habe 60 gebraucht. Naja. Das konnte mich zum Beispiel 60 Stunden halten. Assassin's Creed Odyssey hat mich zum Beispiel 70 Stunden halten können. Aber die meisten Spiele können das nicht. Da werde ich schnell gelangweilt und Assassin's Creed Odyssey werde ich auf jeden Fall auch noch zu Ende spielen. Ja, The Witcher hält mich bisher auch noch. Ist interessant. Und ich hoffe, dann wird auch Cyberpunk 2077 ziemlich cool werden. Und so viel wie da Promo und dafür gemacht wird und Trailer und alles, glaube ich, da setzen die Entwickler schon viel Mühe rein und es wurde ja auch vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren angeteased, 2013 oder so. Ja. Und dann natürlich das Spiel, auf das ich mich am meisten freue, das aber jetzt, da kein Trailer kam, 2020 wahrscheinlich nicht erscheinen wird. Es ist Elden Ring. Ja. 2020 gab es an den Game Awards einen Trailer. Game Awards, bei der E3 ein Trailer meine ich natürlich. Und zwar der klassische Elden Ring Trailer. Und das war das alles, was zu Elden Ring erschienen ist. Und war dann im Dezember natürlich auch noch in der Enttäuschung. Darauf werde ich aber dann später noch ein bisschen eingehen.
Und ja, darauf freue ich mich. Wird wahrscheinlich dann, glaube ich, eher erst 2021 so erscheinen. Aber das ist eigentlich egal. Ich glaube, ich werde 2021 es trotzdem noch spielen. Darauf freue ich mich doch schon extremst. Im Juli gab es eigentlich weiter nichts viel. So, es gab ein bisschen was im Hals stecken geblieben. Im Juli gab es nicht viel, weil es immer noch die Sommerpause ist. Und im August war es genauso. Aber im Juli ist ein Spiel erschienen, das für mich so ein bisschen prägend war, das mich so ein bisschen zu Strategiespielen gezogen hat, das ich aber selber nie gespielt habe. Komisch, ja. Aber es ist Oxygen Not Included. Das Spiel, das auch die Entwickler haben auch Let's Starve Together oder so, glaube ich, heißt das. Don't Starve oder Let's Starve? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das haben die auf jeden Fall auch gemacht. Und auf jeden Fall, wenn man Strategiespiele mag oder so, auf, das ist mehr so ein Aufbauspiel, sollte man mit ein bisschen Mechanik und so ein bisschen, hat mich so ein bisschen an, ehrlich gesagt, an Minecraft Modpacks erinnert mit den ganzen, ja, Sachen, die man bauen muss. Aber super viel Spaß hatte ich dran, das zu gucken. Ich habe selber nie gespielt, aber ich habe es bei LeskiQ echt viel geguckt. Und ja, das heißt, sollte man auf jeden Fall reinschauen, ist ein super tolles Indie-Spiel. Und ja, Juli war sonst nichts weiter. Der Juni, nee, Juni, Juli, August, sorry. Der nächste ist es, August. Gebiet nicht verfügbar. Achso, oh, ich bin schon am Rand der Welt angekommen. Ich liebe dieses, wenn dieses anfangen zu singen. Das ist super toll. Nein, 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 ich, oha. So sah das, glaube ich, vorher nicht aus. Ja, kann ich bitte wieder das Kommando übernehmen? Ja. Ja, ich geh schon nicht aus der Welt raus. Alles gut. Ja, August habe ich hingeschrieben. Sommer ist für Computerspiele echt scheiße. Weil, wie es aussieht, habe ich in August nichts mehr gefunden. In August gab es, glaube ich, auch nichts. Im August habe ich, glaube ich, einfach, da waren Sommerferien, habe ich The Witcher gezockt und einfach nur. Ich glaube, da habe ich Diablo 3 gezockt in den Sommerferien. Da habe ich Diablo 3 angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich auch nicht so viel gespielt. 40, 50 Stunden. Naja, 40 Stunden ist, glaube ich, gut. Schon ziemlich gut. 30, 40 Stunden, sagen wir mal so, habe ich Diablo 3 gespielt. Nicht allzu viel. Ja, ich habe letztens auch Path of Exile angefangen. Habe ich jetzt auch 20 Stunden drin oder so. Aber, ja, waren beides keine Highlights. Sonst im August gab es einfach nichts. Das ist die Sommerpause. September gab es dann doch noch zwei Games. Greedfall. Greedfall bringe ich auch auf meinem Kanal. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich es weiterbringen werde. Wahrscheinlich schon. Ich glaube schon. Aber Greedfall ist für mich ein bisschen. Ja, eine kleine Enttäuschung. Und zwar macht das Spiel zwar alles, was es gesagt hat, aber es kann mich gerade. Also, es catcht mich nicht so krass wie alle. Wie andere Spiele halt einfach. Wie zum Beispiel The Witcher. The Witcher, da bin ich gerade eher. Da will ich, weißt du, wenn ich aufnehmen möchte, habe ich gerade Jagger, The Witcher und Greedfall. Und eigentlich denke ich mir immer, statt Greedfall würde ich gerne The Witcher aufnehmen. Jagger ist natürlich ganz cool. Kein Highlight. Aber ist ein cooles Spiel. Und, ja. Greedfall ist, hat eigentlich alles das gemacht, was sie sagen, aber kleine Sachen stören mich dann doch an dem Spiel. Das Gameplay ist mir ein bisschen zu eintönig und ja, die Bossfights sind irgendwie, ja, ich glaube, ich hatte erst zwei Stück und die waren irgendwie lame. Oder der dritte, glaube ich, den kannte ich noch nicht mal annähernd schaffen. Und ja, die Story, glaube ich, dahinter ist echt cool. Ich glaube, das mit der Insel, mit dem Fluch und so. Ich glaube, das ist ganz cool, aber da muss ich auf jeden Fall noch weiterspielen und um vernünftig Kritik dann noch abzugeben, dafür habe ich das Spiel, glaube ich, erst 15 Stunden gespielt oder so. Da muss auf jeden Fall noch
Ja, das muss ich auf jeden Fall noch spielen, um da noch ein bisschen mehr Sachen sagen zu können. Ja, und im September ist noch was erschienen, das ich aber nicht auf meinem Kanal gebracht habe, was ich im Prinzip eigentlich bereut habe. Code Vein. Code Vein ist erschienen im September. Das habe ich dann im Herbst, in den Herbstferien durchgezockt. Und es ist ein Souls-like, auf das ich halt eigentlich gewartet habe, um die Pause zu überbrücken, die From Software braucht, um neue Spiele zu machen. Und ich bin immer noch auf der Suche auf weiteren Souls-likes. Auf coole neue, weitere Souls-like-Spiele. Ich liebe einfach dieses Genre. Und ja, Code Vein war nicht das schwerste Souls-like. Ich bin da eigentlich doch echt flüssig durchgekommen, muss ich sagen. Also, es gibt ja sowas wie Dark Souls 1, wo ich immer noch Struggles habe und immer noch sterbe. Und zwar viel zu oft. Und Sekiro, wo ich auch immer noch sterbe, obwohl ich da relativ flüssig mittlerweile durchkomme. Und Code Vein war mein erster Run und ich bin, glaube ich, die ersten 3 Stunden nicht ein einziges Mal gestorben. Und ja, deswegen war es vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen einfacher. Man hatte ja auch einen Begleiter, was mir nicht so gut gefallen hat, den man aber eigentlich auch doch brauchte, weil man sonst, glaube ich, doch deutlich öfter gestorben wäre. Ja, Code Vein, ein cooles Spiel. Da kann man auf jeden Fall reinschauen, wenn man Souls-likes mag. Würde ich auch jedem empfehlen. Hat Spaß gemacht. Aber ist kein Dark Souls natürlich. Oder Bloodborne oder Sekiro oder von mir aus auch Nioh, obwohl Nioh nie so meins war. Naja, das war's dann auch schon mit dem September. Ich trinke erstmal kurz einen Schluck. Von dem ganzen Reden werde ich ein bisschen. Natürlich werden wir in dem Moment angegriffen, klar. Mein Hals war so ein bisschen trocken. Darf ich die kurz fighten? Eigentlich will ich reden. Lass mich mal bitte in Ruhe. Ihr anderen, ich gehe jetzt hier. Ich haut rein einfach. Ja, kommen wir zum Oktober. Oktober war. Ist ein Spiel rausgekommen namens Witcher. Das habe ich gerade erst gesehen. Ich habe halt nach so ein bisschen den Highlights gesucht, ne? Und mir ist zufälligerweise aufgefallen. Kann ich bitte reden? Mir ist zufälligerweise aufgefallen, dass im Oktober The Witcher Wild Hunt Complete Edition erschienen ist. Sagt mir eigentlich nichts. Aber The Witcher Wild Hunt ist ein Spiel, das ich gerade spiele. Witcher 3. Habe ich Spaß dran. Natürlich bin ich jetzt ein bisschen spät dran. Ich glaube, vor 4 Jahren hätte es mir deutlich, deutlich, deutlich besser noch gefallen. Aber obwohl ich. Das Spiel von 2015 ist, macht es doch schon sehr viel Spaß. Weil die Story sehr cool ist. Das Gameplay ist, ja, damit kann man leben. Aber die Story ist, glaube ich, interessiert mich schon. Ich würde auch gerne wissen, was mit Ciri passiert, ne? Oder passiert ist. Soweit bin ich in dem Spiel ja noch nicht. Das dauert ja noch ein bisschen, bis ich fertig bin. Und wird jetzt auch erstmal noch länger ein Projekt auf meinem Kanal bleiben. Aber es gab eine Enttäuschung im Oktober. Und zwar Ghost Recon Breakpoint. Ja. Ehrlich gesagt habe ich mich auf dieses Spiel gefreut. Ich wollte das mit einem Kollegen von mir im Koop spielen. Aber wir haben es uns glücklicherweise nicht vorbestellt. Ich glaube, mittlerweile ist es auch spielbar, das Spiel. Kein Problem. Ich glaube, das sollte alles funktionieren. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch schon eher in die Richtung fertig. Aber es war doch nicht fertig, das Spiel, als es released wurde. Und ist deswegen ein bisschen. Ja. Eine kleine Enttäuschung gewesen. Aber ich habe es mir nie gekauft. Ich habe es selber nie gespielt. Das heißt, wenn ihr das anders empfindet, wenn es vielleicht doch eigentlich ganz cool gewesen ist und ich das noch ausprobieren sollte, könnt ihr das ja auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Und dann kommen wir nur zu November und Dezember. November war eigentlich ein Spiel, ein nicht ein Spiel, ein Monat, an dem viele, sehr viele coole Spiele erschienen sind und ich habe kein einziges mir davon angeschaut oder gespielt. Kein einziges. Es gibt ein Souls-like ähnliches Spiel, das ich mir auf jeden Fall noch anschauen werde.
Und zwar Star Wars Jedi Fallen Order. Oder Fallen Order. Irgendwie so. Ihr wisst ja, was ich meine, glaube ich. Das Spiel hat doch ein bisschen Aufsehen erregt. Soll ziemlich gut sein. Auch wenn es, glaube ich, nur auf der schwersten Schwierigkeitsstufe ungefähr so schwer wie ein Souls-like ist. Und deswegen schon mal kein Souls-like ist, weil man Souls-likes sich den Schwierigkeitsgrad nicht aussuchen kann. Aber naja. Auf jeden Fall, das werde ich mir auch noch angucken, habe ich mir auch nicht eigentlich gar nicht angeschaut. Death Stranding habe ich auch noch vor, mir bei Keystraw anzuschauen. Weiß ich auch noch nicht, ob mir das so gefallen wie wird. Ich habe dazu auch nicht viel gesehen, aber ich weiß, dass viele Leute das cool finden und viele Leute das extrem scheiße finden und enttäuschend finden, was da rausgekommen ist. Und andere Leute finden es, Mann, ich kann einfach nicht reden. Holy shit. Finden es extrem cool und weil die Story so gut erzählt ist und so weiter. Aber da muss ich mir noch mein eigenes Bild machen. Ja, und dann sind wir schon auch im Dezember angekommen. Der Dezember ist ein sehr langweiliger Monat meistens. Ich glaube, da ist nichts Besonderes erschienen. Ich habe jedenfalls nichts Besonderes gespielt. Hallo? Ich will eigentlich nicht gegen euch fighten. Können wir das lassen, bitte? Ja, außer eine Sache, die mich natürlich extrem gefreut hat, und zwar die Serie zu The Witcher. Ich habe es mittlerweile komplett durchgeguckt. Finde ich sehr schön, auch wenn mich das Ende. Man kann nicht sagen, es hat mich enttäuscht, aber es hat mich halt so extrem auf die zweite Staffel gehypt, dass ich es unbedingt jetzt die zweite Staffel gucken wollte, aber sie existiert halt nicht und ja. Dann muss man halt mal schauen, ne? Auf jeden Fall, jeder, der The Witcher gespielt hat, sollte sich diese Serie angucken. Ich glaube, er wird damit extrem viel Spaß haben. Und jeder, der The Witcher nicht gespielt hat, sollte sich die Serie auch angucken. Und zwar aus dem Grund, ich habe das mit meinem Vater geguckt zusammen. Der kannte vorher nichts über The Witcher. Gar nichts. Und wir hatten beide sehr viel Spaß an der Serie. Es hat uns sehr viel Freude bereitet, da zuzugucken. Und ja, holy shit, ist das eine hohe Welle. Crazy, crazy. Gucken wir, kommen wir hier durch die Lücke durch? Ja, schön. Holy shit, war das eine hohe Welle. Ja. The Witcher auf jeden Fall ein Highlight für mich. Eine super tolle Serie in diesem Jahr. Und sonst gab es im Dezember, ah doch, im Dezember gab es noch was, die Game Awards und Elden Ring und allen anderen Trailern. Dazu habe ich natürlich auch ein Video gemacht, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Für mein Highlight, ich habe ja ein Video zu meinen Highlights von den Game Awards gemacht, ist auf jeden Fall, gab es ein paar Sachen dabei, leider nicht Elden Ring. Ja. Was soll ich dazu sagen? The Elden Ring ist eigentlich ein Spiel, das ich unbedingt spielen wollte, das ich dann aber irgendwie doch nicht spielen werde dieses Jahr. Auf das ich mich sehr gefreut habe, das wahrscheinlich erst 2021 daher erscheint, weil die Spiele von From Software erscheinen eigentlich alle so immer im März. Deswegen, wenn jetzt kein Trailer da ist, dann wird es wahrscheinlich erst im nächsten Jahr erscheinen, also im Jahr 2021. Ja, dann gab es noch was ganz Besonderes, was für mich ein ausschlaggebendes Event der letzten 5 Jahre war. Ich habe es gestern, gesch nein, vorgestern geschafft, endlich in League of Legends Platin zu kommen. Endlich, es wurde endlich Zeit. Ich habe, glaube ich, sehr lange in Gold gestackt. Und dann habe ich mich einmal ein bisschen angestrengt. Eine Woche lang. Nicht eine Woche lang. Wir haben es, glaube ich, 3, 4 Nächte lang gezockt. Und zwar immer nur nachts. Wir haben immer von 11 bis 4 Uhr morgens gezockt. Mit einem Premade von mir. Und ja, mich im Prinzip von Gold 3 nach Platin 4 gebracht. Ein Erfolg, den ich feiern darf.
feiern möchte und feiern werde. Nein. Das war's für mich von mir hier. Das war für mich 2019 ein teilweise erfolgreiches und teilweise enttäuschendes Jahr. Es ist viel passiert und theoretisch auch wenig passiert. Also es war ein komisches Jahr mit coolen Games, die mir so gut gefallen haben, dass ich, ja, wie Sekiro halt einfach und teilweise auch, oder Resident Evil 2, was auch super toll war, was ich jetzt aber mal wenig erwähnt habe, und anderen coolen Games. Und ja, ich würde sagen, wir beenden einfach mal die Folge hier im Wasser. Ich tauche gerade ein bisschen tief, glaube ich. Da steht ein Chipsrock, haben die gesagt. Hier ist echt tief und ich sehe nichts. Nichts. Na, dann gehen wir kurz wieder hoch. Ja. Wie gesagt, 2019, es gab viel. Es gab coole Sachen, es gab aber auch schlechte Sachen. Und deswegen ein ganz normales Jahr im Prinzip mit Highlights und mit Enttäuschungen. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video denn gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Und hier ist ein scheiß Hai. Let me in Ruhe, bitte. Jetzt kommt auf mich zu. Ugh. Mit Pfeil und Bogen im Wasser. Ich bin ein absoluter Gott. Ich habe ihn sogar getroffen. Ja, moin. Ja, und lasst mir doch gerne in den Kommentaren da, was für euch das Highlight des Jahres war. Und, ja, abonniert mich. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und im nächsten Jahr. Ich wünsche euch nochmal einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Und dann haut rein und ciao.